Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wir wollen auch heute mal reinschauen, wie die Energien sind für den heutigen Tag und ja, mal schauen, was ich so mitteilen darf. Heute ist Dienstag. Ich bin so ein bisschen im Ferienmodus, da weiß ich immer nicht so genau, welcher Tag gerade ansteht, wobei es geht. Jetzt in den Herbstferien geht es gerade noch. Zu den Winterferien wird es dann richtig schlimm. Aber ich glaube, ihr kennt das auch. Wenn man so zwischen den Tagen steht, dann ist das immer etwas verwirrend. So, also heute ist Dienstag. Gestern war es ein bisschen anstrengend und heute darf es ein bisschen leichter werden, glaube ich. Die Tagesenergiezahl ist heute übrigens die 449. Die 449 sagt, dass du ganz wunderbar bist und weiter aufblühen darfst. Es ist auch das erste Mal dieses Jahr, dass wir diese Zahl haben. Noch habe ich einen ganz guten Überblick. Wir machen das jetzt ja letztes Jahr und dieses Jahr. Und diese Zahl ist vorher noch nie gefallen. Also heute ist mal eine ganz neue Energie im Feld sozusagen. Eine Lösung gibt es für dein Problem. Andere Menschen unterstützen dich. Du bist hier, um dein Leben zu genießen, auch wenn es manchmal anstrengend ist und vielleicht ein bisschen die Tränchen fließen und alles kommt und geht zu seiner Zeit. Ja, es kann gut sein, dass du hier gerade durch einen Ablöseprozess gehst, durch eine Loslösung von einer Vorstellung, von dem, wie es zu sein hat. Ja, so im Großen und Ganzen, das ist das, was mir reinkommt. Es ist sehr spezifisch und wir sind hier viele Leute. Und es ist wie immer ein allgemeines Orakel. Das heißt, es kann ja mit dir zusammenhängen, aber muss es nicht. Und du solltest dir immer nur das rausnehmen, was für dich halt wirklich passend und stimmig ist. So, also es kann durchaus sein, dass du hier heute Nachricht bekommst von jemandem oder dich auch ratsuchend an jemanden wendest. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass du lernst, wieder Freude zuzulassen in deinem Leben oder auch die kleinen Freuden wieder wertzuschätzen, dass dadurch einiges in Bewegung kommt. Ja, manchmal ist man ja in so einem Tief, in so einem Jammertal, wo man das Gefühl hat, es ist immer alles schlecht. Es gibt doch auch diesen einen Song, der heißt Why Does It Always Rain On Me? Also, warum regnet es immer ausgerechnet auf mich? Entschuldigung. Irgendwie habe ich heute Morgen einen Frosch im Hals. So, ja, also, es mag hier heute noch anstrengend sein. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass für alle es sich hier total auflöst, diese schwere Energie, sondern ich habe das Gefühl, dass hier die Pflanzen gewässert werden, wenn man es so sagen möchte. Wenn du nämlich aufblühen möchtest, ja, wenn du scheinen möchtest, wenn du dein Potenzial rauskitzeln möchtest, dann bedarf es vielleicht dieser Phase des Abregnens, des Ausweinens, des Rauslassens, des Ausleitens, also lass es fließen. So, ich glaube, es ist genug gesagt dazu. Wir schauen nochmal ins Tarot. Na, was ist denn hier heute los? Ich hätte gerne 5 Karten für den heutigen Tag. Na, die war doch schon mal schön. Die Welt, ja. Es dreht sich hier schicksalhaft. Es dreht sich einiges hoffentlich zu euren Gunsten. Ja, sieht aber ganz so aus. Sorge auch dafür, dass du selbst in einem beschützten Rahmen bist. Achte darauf, dass du nicht Menschen Zugang zu deiner Lebensfreude gibst, die potenziell lieber auf der Lebensfreude herumtrampeln wollen, als sich mit dir zu freuen. Es gibt da auch so einen ganz guten Trick, um zu gucken, ob Menschen wirklich gerne mit dir zusammen sind, beziehungsweise wirklich an dir interessiert sind. Und der bedeutet, geh doch mal zu Menschen, mit denen du halt befreundet bist und erzähl ihm mal eine richtig gute Nachricht. Etwas richtig Positives, was dir passiert ist. Nicht irgendwas Negatives oder irgendwas, was nicht so toll ist oder wo du Angst vor hast, sondern irgendwas Geiles. Ein Lottogewinn, eine krasse Erbschaft, was auch immer. Der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt und dann achte mal darauf, wie diese Menschen reagieren. Ja, wie reagieren diese Menschen auf positive Ereignisse in deinem Leben? Welche Leute freuen sich mit dir? Und du wirst ganz schnell erkennen, wer halt
nicht wirklich an deiner Seite steht, wer eigentlich neidisch ist, wer in einem Vergleichswettbewerb ist und wer einfach auch missgünstig vielleicht ist. Die meisten Leute hören gerne Probleme von anderen Menschen. Die meisten Leute hören sich gerne an, wie andere Leute strugglen, wie sie Stress haben, wie sie nicht zurechtkommen, weil das einfach eine Art Beschäftigung ist. Ja, weil man sich vielleicht auch ein bisschen am Leid der anderen Leute ergötzt manchmal. Es gibt einfach Menschen, die leben von Klatsch und Tratsch, und wenn sie es in ihrem Umfeld nicht kriegen, dann halt aus Film, Funk und Fernsehen so ungefähr. Aber wenn du etwas richtig Gutes zu erzählen hast hier, wenn sich deine Welt gerade wandelt, wenn du einen tollen neuen Auftrag hast oder ein super Bild gemalt hast oder irgendetwas geleistet hast, worauf du halt einfach stolz bist, dann kannst du ganz leicht die Spreu vom Weizen trennen. Denn echte Freunde freuen sich mit dir für deine Erfolge, und Menschen, die eigentlich nur ja, dich wie eine Daily Soap betrachten, die mal gucken, ja, wie geht's denn bei der im Leben weiter oder was macht er denn in seinem Leben jetzt schon wieder falsch, worüber kann ich denn jetzt schon wieder lachen, die werden das nicht so positiv beurteilen, wenn du positive Ereignisse hast, weil sie dann höchstwahrscheinlich daran erinnert werden, dass bei dir es auch gut sein kann und bei ihnen vielleicht nicht so gut. So, jetzt weiß ich auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Bin hier voll abgeschwiffen. Nehmen wir vier weitere Karten. Na, du willst genommen werden, du willst genommen werden. Die Temperance, okay. Oha. Na gut, vielleicht muss das gesagt werden. Wir gehen den Weg hier mal weiter. Was ist denn da noch alles drunter, sag mal? Na gut, es sind mehr als fünf Karten, aber wir nehmen das jetzt so, wie es kommt. Also. Eine Lösung für dein Problem, die Welt dreht sich. Mit dieser Karte hier, mit dem Maßhalten an Gemeinschaft, ist es vielleicht so, jetzt weiß ich auch, warum ich das so ausführen sollte, dass du guckst, dass du in der richtigen Gemeinschaft bist, ja, unter den richtigen Leuten, dass die richtigen Menschen dich unterstützen. Weil manchmal muss man halt abwägen, wer ist gut auf meinem Weg, wer ist nicht gut auf meinem Weg. Die neuen Schwerter können für Verwirrung sorgen. Es kann sein, dass du hier Erkenntnisse hast über Menschen, die vielleicht nicht so nah an dir dran sind, wie du dachtest, die vielleicht nicht so viel Mitgefühl haben, wie du dachtest, oder nicht so viel Freude mit dir empfinden können. Das führe ich jetzt nicht nochmal aus. Ich glaube, das war eben deutlich, wie ich es gesagt habe. Denn es gibt hier das Potenzial dazu, dass etwas aus der Vergangenheit geht. Es kann auch sein, dass in dem Moment, wo dein Leben sich zum Guten wendet, dass du ein paar Menschen aus der Vergangenheit zurücklässt oder einen Menschen, vielleicht aber auch eine Gruppe von Menschen, dass du einen Freundeskreis verlässt oder eher einen Bekanntenkreis, weil wahre Freunde stehen zu dir. Mit den neuen Schwertern und den vier Kelchen hier kann es durchaus sein, dass das wirklich belastend ist. Es kann sein, dass du lange Zeit in dieser Gemeinde warst oder an diesem Arbeitsplatz unter diesen Menschen, und dass du durch diese Erkenntnis, dass sie nicht wirklich an deiner Seite stehen, dass das unausgewogen ist, ja, dass da nicht mit dem Herzen mitgegangen wird, das ist natürlich ziemlich verletzend. Also das tut weh, wenn man erkennt, dass man Leute seit 20 Jahren kennt und sie dann trotzdem in dem Moment, wo es drauf ankommt oder in dem Moment, wo man wirklich sein Herz öffnet, einfach drauf scheißen oder drauf herumtrampeln. Das tut natürlich total weh, ich verstehe es absolut. Das ist nicht schön, und es kann auch dazu führen, dass hier die Gedanken im Kreis sich drehen, aber letztendlich wird es sich auszahlen, und es wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass du Erkenntnisse darüber hast, dass du vielleicht vorher belogen worden bist. Also ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo du sozusagen durch dein Jammertal durchgegangen bist, ja, irgendwann macht es halt auch wieder der Sonne Platz, dass du dann in eine Position kommst, wo du wirklich erfolgreich deine Projekte vorantreibst, erfolgreich zufrieden bist mit dir und deinem Leben, wo du es dir gut eingerichtet hast, wo du auch erkannt hast, was für dich von Wert ist und was nicht. Es findet hier so ein Reifeprozess statt. Ja? Du bist dabei, diesen Weg zu gehen, die Welt verändert sich, und du bist dabei, das richtige Maß zu halten. Wer kommt mit, wer kommt nicht mit? Was packe ich in meinen Rucksack und was muss jetzt halt gehen? Es ist wie ein Umzug in ein neues Leben. Vielleicht ist der ein oder andere tatsächlich physisch dabei, auch umzuziehen. Aber hier fühlt es sich vor allen Dingen auch an wie ein emotionaler Umzug. Du hast vielleicht dein Herz an Menschen gebunden. Ja, energetisch ist das wie so eine
ja, wie eine Leine, sagen wir jetzt mal. Bei jedem sieht das anders aus tatsächlich, aber um ein Bild zu haben, ist es so, dass du dich angeleint hast an die Herzen der anderen Leute. Du bist nicht abhängig davon, aber es ist schon wichtig und das ist auch okay. Wir alle sind soziale Wesen und haben unser Herz an jemanden gebunden. Aber jetzt merkst du, dass das vielleicht nicht die richtigen Leute sind und das ist anstrengend, obwohl du in deine Freude kommst, obwohl du weißt, wo du hin möchtest, obwohl du bereits ahnst, dass das Glück gar nicht mehr so weit in der Ferne liegt, ist es natürlich emotional belastend, Menschen gehen zu lassen, die man eigentlich mag oder liebt. Ja. Aber manchmal ist es an der Zeit, hier mit dem Mondzyklus wirklich alles kommen und gehen zu lassen, damit du dann an anderer Stelle hier wieder die Geschenke des Lebens auch annehmen kannst. Weil bei den vier Kelchen schaut man halt immer auf die verschüttete Milch in der Vergangenheit und sieht nicht, was für wunderbare neue Möglichkeiten hier auch vor dir liegen. Der ein oder andere könnte es hier mit einem Gegenüber zu tun haben, einem König der Münzen, jemand, der wirklich stabil ist, der weiß, was er will und der auch anpacken kann. Ein Machertyp so. Das hier ist für mich immer so ein bisschen der Handwerksmeister. Ein kluger Handwerksmeister, der weiß, was er macht. Und der einfach sein Geschäft ja in seiner Nische einfach perfektioniert hat. Das ist ein super Top-Schreiner, das ist ein super Dachdecker, das ist jemand, der weiß, was er da tut. Das kann natürlich auch alles mögliche andere sein. Aber so in meinem Kopf ist das ein Machertyp, der König der Münzen. Jemand, der weiß, wie man an Dingen arbeitet. Jemand, der weiß, wie man mit den Händen arbeitet. Jemand, der weiß, wie man seine Firma leitet. Und wenn das nicht alles auf dich zutrifft, in diesem Falle kann es natürlich ein Gegenüberleinchen sein, das mit dir zusammen da ist. Pass aber auf, dass hier alles, was an Lug und Trug ist, wo du dir vielleicht auch selber noch etwas vormachst, rausgeht. Es kann auch sein, dass du zusammen mit diesem Menschen über so einen anderen schmunzeln musst oder vielleicht auch Erkenntnisse hat, die euch zum Lachen bringen, weil dieser Herr, er schmunzelt und lacht da auch so vor sich hin. Er ist einfach total gechillt und geerdet in sich. Oder wie meine Kinder sagen würden, der chillt seine Base. So, und da kann man vielleicht darüber lachen, dass es hier Unwahrheiten gibt, dass es da Menschen gibt, die versuchen, einen zu betrügen und zu belügen oder ein Stück vom Kuchen abzuhaben, ohne was zu tun. Auch das wäre möglich. So, wir nehmen abschließend nochmal eine Karte aus dem Orakel der inneren Stimme. Und dann machen wir für heute auch mal Schluss und lassen das Ganze auf uns wirken. Die Dienstagskarte sagt übrigens, werde kreativ und setze ein Zeichen. Also falls du etwas in die Welt hinausgeben möchtest, dann vielleicht heute. So, und dann haben wir hier Karte Nummer 17, die Liebesfähigkeit. Du bist hier, um zu lernen, zu lieben. Ne? Und die Frage ist, und hier heißt es, du bist hier, um dein Leben zu genießen. Du bist hier, um zu lieben und du bist hier, um dein Leben zu genießen. Und du brauchst dich nicht ewig und 3 Tage mit den falschen Leuten abgeben, die ständig versuchen, irgendwie ja, dir ins Bein zu pinkeln. Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Apropos etwas in die Welt hinausgeben, wir steigen jetzt, also die Legung ist jetzt zu Ende. Vielen Dank für dein Zuschauen, hier sein und bei mir sein. Wenn das dir genug ist, dann schalt gern schon ab. Ansonsten kommen wir jetzt zu Pleiten, Pech und Pannen. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen neue Postkarten bestellt. Wie ihr wisst, habe ich ja diese Postkarten hier gemacht, ne, Lebe die Freiheit und diese Karte. Und die habe ich bestellt und die habe ich auch verlost. Ich warte auch noch darauf, dass sich einige der Gewinner der Postkarten bei mir melden, sofern ihr sie haben wollt, ansonsten halt nicht. Dann trotzdem vielen Dank fürs Mitmachen. So, und dann dachte ich mir, okay, jetzt wo andere Produkte und andere Dienstleistungen auch im Vordergrund stehen, machst du nochmal eine neue Karte und eine neue Visitenkarte. Das ist die alte, das hier ist die neue. Und dann habe ich halt auch Karten bestellt und die sind jetzt gerade gekommen, eben gerade. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das falsche Format gewählt. Es ist mir beim Bestellen überhaupt nicht aufgefallen, null, weil man es ja am Computer bearbeitet und dann sowieso mal alles gleich aussieht. Aber ich habe das Ganze nicht im Postkartenformat A6 gekauft, sondern im Postkartenformat A5. Naja, und jetzt habe ich doppelt so große Karten. Das heißt, wenn ihr etwas aus meinem Shop bestellt, wird es jetzt immer etwas größer geliefert, damit ich diese Karte auch mit dazulegen kann.
Naja, so ist das manchmal. Ne? Learning by doing, man lernt ja auch aus Fehlern und es geht immer darum, herauszufinden, wo der nächste Schritt ist. Also, so ist es halt. Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt und ne, ihr wisst schon. Gut, meine Lieben, gehabt euch wohl. Wenn ihr mögt, schreibt gerne einen Kommentar, schaut auf meiner Homepage vorbei. Und ja, wenn du magst, dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dann. Ciao.